Ok, und heute bin ich mit Sebastian. Und Jonathan. Fabien. Ok, und erzähl mir ein bisschen über die Schwangerschaft. Ich bin Sebastian, wie gesagt, und schon letztes Jahr den EcoCoin gemacht. Und momentan habe ich eine Mini-Unterprise Let's Gas. Und schon so vieles beigelehrt, auch mit den jungen Forschern. Ich habe alles über Blockchain gelehrt und das hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ich bin von meinem Metier, also wir sind alle von meinem Metier. Und ja, wie gesagt, wir haben EcoCoin gemacht, wir haben komplett gecodet, alles. Und viel beigelehrt, viel Spaß. Genau, bei mir ist auch relativ gleich. Mit dem Coden habe ich immens viel beigelehrt, weil ich nicht wusste. Und von neuen Fähigkeiten gelehrt, die ich viel drunter nicht konnte. Okay, und den EcoCoin, wie sind Sie da gekommen? Also, mir hatte schon viel, also, mir hatten als Angst, dass es so überlöscht, ja. Es gibt immer mehr Leute, die so Krypto benutzen. Dann haben wir gedacht, was kann das machen, was doch gut für die Umwelt ist. Und dann sind wir auf die Idee gekommen. Dann haben wir ein paar YouTube-Tutorials geguckt, wie man das so programmieren kann, wie man das so flott machen kann. Und dann sind wir wirklich komplett, dann haben wir die Idee wirklich mega gefunden. Und dann haben wir wirklich jeden Tag programmiert, jeden Tag drunter geschafft. Und wir fanden es halt super. Ich gebe so dann eher ein EcoCoin als hier in den nächsten Bitcoin. Vielleicht nicht Bitcoin, aber nicht schon gute Chancen. Weil du kannst mit der ganzen so Ökologie-Narrative schon gut Werbung machen. Und ja, wir sind noch bei 21 Millionen Coins, da kann ich keine neue meinen. Also dafür, ja, also wir haben schon eine Chance. Also ich verstehe nichts daran, mehr die sich dann ein bisschen an der elektronischen ausgesetzt, ne? Was gibt's, Paul? Die sind an elektronischen Sachen gut bekannt, ne, oder? Ja, wir haben schon Erfahrung am Programmieren, wir sind auf der E-Sektion. Aber da machen wir natürlich nicht so genau mit der Krypto-Konten. Ich bin da schon selber beigelehrt, aber wir können schon programmieren. Okay, dann viel Glück heute, ne?